Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu Sonic Lost World. Ja, das Spiel ist heute gestartet und ich freue mich, es mit euch zu beginnen. Ja, yeah, blind! Natürlich, los geht's! Also, ein neues Spiel bitte. Vielen Dank. Das war absehbar. Er muss diese Dinge echt gern haben. Wir sind getroffen. Halt mich fest! Hey, was ist das da in den Wolken? Das muss der Hexaglobus sein. Cool. Weniger staunen, mehr landen! Okay, ich kann landen, aber das wird holprig. Windy Hill, Zone 1. Nicht schlecht. Yeah! Oh, ist das eine geile Grafik, Freunde. Sonic in HD. Und zwar auf der Wii U. Ja, yeah, endlich mal ein Wii U-Projekt mal richtig wieder von mir. Denn ich habe ja noch nicht so viele dafür, aber Sonic Lost World musste einfach sein. Ich habe ja auch schon Sonic Colors Let's Played. Und da fehlt doch dieses Spiel nicht. So, ich muss mal gucken. Also auf dem Wii U Gamepad kann ich euch sagen, ich muss mal eben gucken. Da ist nur eine Karte drauf. Okay. Was haben wir denn hier? Ach du Schande. Wo haben wir denn den Spin Dash? Haben wir den schon? Wo können wir denn hier schneller rennen? Ah, okay. Es läuft automatisch. Also es läuft nicht automatisch, aber ja, ich kann hier schon bestimmen. Ah, okay, es läuft mit dem Gyrosensor des Wii U Gamepads. Damit muss ich mich mal befassen hier. Hoppala! Haha, sehr gut, Sonic. Boah, die Grafik ist ja echt der Hammer. Oh, ich freue mich so. Was hast du denn da? Was? Wenn du diesen Checkpoint durchquerst, fängst du hier wieder an. Okay. Alles klar, Checkpoint. Was haben wir denn hier? Nein, 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 nein. Schön Spin Dash machen, Sonic. Ja, hier sollen ja auch wieder die Wisps drin sein und. Ich habe mich noch nicht so viel damit schlau gemacht. Aber ja, könnte hinkommen. Ich suche gerade eine Attacke für Sonic, aber außer Spin Dash scheinen wir gerade nichts zu haben. Aber reicht ja auch erstmal. So, hoppa. Mach hier schön den Springemann, Sonic. Yes. Yay. Wo lang, wo lang, wo lang? Juhu! Ihr merkt, alles ist blind. Oh mein Gott. Oh. Oh, hier geht's echt ab. Das ist ja richtig geil gemacht. Oh mein Gott. Ja, yeah, Sonic. So macht das doch Spaß, mit dir zu rasen. Oh, eine Glocke. Und was hat die zu bedeuten? Hier ist noch eine Glocke. Glöckchen fangen, oder was? Oh. Komm schon. Wo ist die Glocke denn da? Muss ich hier hoch? Komm! Lass mich da rauf. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Na? Ich will doch nur die Münze haben. Ah, okay. Passt. Wow! Oh mein Gott. Ach du Schande. Ja, hier muss man ja Schiss haben. Dass man hier nicht runterfliegt. Oh mein Goodness. Yeah, das ist so geil, das ist so schnell und überhaupt, die Grafik, die haut mich einfach gerade um. Oh, herrlich, ein super Spiel für die Wii U, jedem zu empfehlen. So, gucken wir mal. Wuhuhu! Yeah, hier geht's ab, Freunde! Oh yeah. Das Projekt wird wie immer täglich kommen und hier haben wir schon einen unserer geliebten Wisps. Und wie aktiviere ich die? Mit X oder was? Wie aktiviere ich denn den Wisp? Ah, okay. Gleite zum Ziel auf dem Touchpad.
Ah, okay. Und loslassen. Ah, okay, mit dem Touchpad habe ich gerade alles berührt und dann ging der los, der Laser. Also, das heißt, der Touchscreen wird echt gut genutzt, nicht schlecht. Na, da war nix. Okay. Und was haben wir hier? Ach, die alten hier, die Kanister, nice. Ja, das ist natürlich cool. Ja, Windy Hill Zone 1 geschafft. Hoppla, nicht so wild. Oh, ganz ruhig, Kleiner. Wir sind dabei, Sonic, okay? Und Tails holen deine Freunde Nein, zurück. Das geht schon. Sonic, hast du die Tiere von Dr. Eggman zurückbekommen? Nur den einen Container, den er von seinem Eggmobil runterwarf. Wie bitte? Nur den einen? Puh, schwach. Ich hätte sie längst alle zurückgeholt. Du musst die anderen retten. Oh, ich will gar nicht dran denken, was Dr. Eggman diesen armen Tierchen antut. Geht klar. Ich möchte es auch nicht wissen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Karte. Okay, das ist natürlich geil. Im Zweispielerrennen stehen jetzt mehr Level zur Auswahl, okay. Ein Rick Whisper Gegenstand ist übers Miiverse gemeinsam mit dem Mii-Spitznamen und einer Nachricht, Handschrift oder Text des Spielers angekommen. Gegenstand empfangen? Ja. Das machen wir natürlich, warum nicht? Wenn wir es nutzen können, ein weißes Wisp mit einem Gegenstand ist aufgetaucht. Facepalm, Usage, ja, okay. Okay, das war Französisch. Ja, gucken wir mal das zweite Level. Windy Hill Zone 2. Hier sehen wir natürlich auch. Nee. Habe ich Zone 1 jetzt schon gemacht? Ja, ne? Ja. Also, Zone 2. Was haben wir hier? Normales Spiel. Einstellung. Okay. Was davon? Miiverse. Ja, gut. Dann normales Spiel. Das 1x1 der Transformation. Häschen zu Badniks. Wumm! Schon hat man eine ganze Armee. Und die brauche ich auch, wenn ich die Welt unter mir beherrschen will. Du bist ein wahrer Eroberer. Oh ja, allerdings. Schließlich habe ich euch erobert, nicht wahr? Und mit eurer Hilfe werde ich nicht nur die Welt beherrschen, sondern dieser blauen Nervensäge Sonic den daraus machen. Dr. Eggman will, dass der kleine Igel vernichtet wird. Oh, gut, ich bin gerade in Vernichtungslaune. Das mag ich an dir, Sass. Immer kampfbereit. Egal, gegen wen es gerade geht. Allerdings! Ich bin zu allem bereit! Ob man gewinnt oder verliert, man lernt auch immer etwas über den Feind. Was war denn das für ein Freak? Okay, das waren also die schrecklichen 6. Na dann. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Komm, get down. Das sieht echt geil aus, Freunde. Also, da könnte man ja wirklich heulen. So schön sieht's aus. Also, Hut ab. Okay. Nein, ich stelle mich noch so doof an. Aber was soll ich machen? Das Let's Play ist ja nach wie vor blind. So, gucken wir mal. Wie ich die rote Münze? Nee, komm. Was machst du denn? Sonic, was war das denn? Ich habe gedacht, wir fallen. Okay, ich habe einen neuen Move gerade herausgefunden. Aber den möchte ich jetzt am besten nicht machen. Na. Ja, verdammt nah dran. Was? Was? Wer bist du denn? Ein Wisp? Asteroid, neige das Wii U Gamepad in die Richtung, in die du dich bewegen willst. Oh, okay. Das ist ja mal geil. Und ich mache es echt gerade, den gyrörischen Sensor, wie heißt der? Des Wii U Gamepads zu benutzen. Das ist echt cool. Können wir keinen Spin Dash? Ah, wir können den Bumper. Wir können La Bumper. Warum sagt mir das keiner? Okay, und runter? Kannst du dich runter neigen, Sonic? Nee, kann er nicht.
Oh, er hat sich festgehalten. Na gut. Walljump. Ey, aber doch nicht da lang, Sonic. Ihr merkt, die Steuerung muss noch erstmal. Wer hätte gedacht, dass du das durchstehst? Ihr seht schon, die Steuerung muss noch ein bisschen trainiert werden. Wer ist das da vorne? Hä? Hallo? Oh Gott. So. Was ist denn da jetzt los? So, was steht hier? Wird ein einzelner Feind weiterhin anvisiert, erfasst der Cursor ihn mehrfach und du kannst ihn in besonderen kräftigen Verfolgungsangriff ausführen. Ja, das weiß ich schon. Gibt's was auf die Mütze? Oh Gott, wer bist du denn? Schon Boss-Time? Was zur Hölle? Das ist natürlich krass. Ey, ich wollte ihn doch so, genau. Der Verfolgungsangriff. Bams. Und jetzt fahrt zur Hölle. Du schrecklicher. Ey. Oh Mann. Gott. Nein. Was geht denn ab gerade? Einer der schrecklichen sechs. Ja, komm. Oh. Schön ruhig bleiben und jetzt wieder angreifen. Ja, passt schon. Einfach nur das Muster erkennen und dann können wir ihn locker besiegen. Ich meine, wir sind Sonic, oder? Ja. Komm, lachhaft. Und nochmal. Bams. Oh, du Armer. Hey. Mist. Ha, haben wir halt so gemacht. Aber ich habe keinen Ring mehr. Oh Gott. Ich habe keinen Ring mehr. Ich habe Angst. Ich will nicht in meinem ersten Kampf verrecken. Naja, als Glück will ich das jetzt nicht bezeichnen, ne? Also ich habe das schon ganz gut gemacht, finde ich. Nicht schlecht. Oh, was haben wir denn hier? Windy Hill, Zone 3. Na dann, was hast du denn, Omo Chao? Ich habe einen Auftrag für dich. Was? Sammle 500 Ringe. Du kannst nie genug haben. Mach mindestens 2 Sekunden. Hey! Das konnte keiner lesen so schnell. Okay. Dann Windy Hill, Zone 3. Ich freue mich schon. Oh. Okay. Was geht hier jetzt ab? Boah. Das ist schnell. Das ist verdammt schnell. Und es sieht so göttlich einfach nur aus. Oh mein Gott, ist das ein schönes Sonic. Also, es gibt ja echt schöne und es gibt schlechte Sonics. Und das hier gehört eindeutig zu den schönen. Boah, Hammer. Ey, komm her, mein kleiner Wisp. Hey. Dann bitte Laser. Am besten nach vorne. Und abfeuern, komm. Oh yeah. Boah, Verfolgungsangriff. Boah, meine Reaktionsfähigkeit, Leute. Die wird hier wieder auf eine harte Probe gestellt. Oh mein Gott, was ist denn hier an Bach? Heieiei. Okay. So ein Mist. Das war knapp. Nicht schlecht. Oha, was war das denn? Verzieh dich. Also das, ist echt hart. Moment. Nee, wir könnten auch so rumgehen. Haha. 3D. Nee. So nicht. So schon eher. Ich kann das Gamepad auch jetzt nicht neigen, oder? Nee. Wo lang muss ich denn? Da muss ich drüber springen. Da führt kein Weg dran vorbei. Oder? Nee, das geht doch nicht. Ach so, wir müssen Laser wieder einsetzen. Na, kein Problem. Okay. Ich muss mal eben schauen, der zeigt mir was auf dem Video Gamepad an. Und zwar, dass ich Sonic wie so eine Spirale drehen kann. Okay.
Ich hab's noch nicht ganz raus. Nee, ist irgendwie falsch, was ich gerade mache. Na dann, mach mal. Am besten so. Dann go. Ah, okay. Das war's. Das war das Rätsels Lösung. Mann, Mann, Mann. Schlimm, was war das denn? Sonic, Sonic. Ich bitte dich, mein Freund, hilf mir doch. Boah, ist das stark. Ist das stark? Ich kann die Bälle bewegen. Oh mein Gott, ist das geil. Los, Sonic, renn. Auch die Rennanimation ist echt schön geworden. Also das Spiel sagt mir wirklich zu. Oh mein Gott. Nein. Versuch's nochmal. Der erste Fail dieses Let's Plays. Nein. Aber es kann nur mal passieren bei einem blinden Projekt. Heieieiei. Was geht denn hier jetzt ab? Yay. Auf geht's. Und jump. Das schaffen wir schon, Freunde. Das schaffen wir. Hier. Da, bitte. So einfach kann man sich machen. Und Laser. Okay. Und go. Yes. Geschafft. Okay, jetzt einfach nur ruhig bleiben, dann schaffen wir das. Na, nimm den Wisp. Also ich mag ich, dass sie die Wisp, das mag ich wirklich, dass sie die Wisp wieder reingebracht haben, weil es sind einer meiner Lieblingscharaktere im Sonic-Universum. Also so ab Sonic Colors ist echt der Hammer, wie mir die Wisp gefallen haben. So, ihr verzischt euch alle. Okay, und hier müssen wir jetzt aufpassen. Am besten, wir aktivieren gleich unseren Wisp. Sollen wir auch? So. Nee, so doch nicht. Ah, komm schon. Okay. Gut, haben wir gut gemeistert. Boah, schwer das Level. Hätte ich nicht gedacht, dass es schon so früh so ein bisschen anzieht. Okay. Und eine Münze. Also bei allen Münzen, wenn man die sammelt, wird man wahrscheinlich wieder zu Super Sonic wie in Sonic Colors. Ja, ist doch nett. Laser. Also keine Sorge, Leute, die anderen Wisps sind natürlich auch alle da. Oh, das ist so geil, wie schnell er auch ist, der gute Sonic. Yay. Oh, 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 da ist was. Okay. Was ist das? Ah! Ich hab Angst. Nein, 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 verzieh dich. Oh Mann. Hier geht's schnell voran, Leute. Und nochmal. Gib mir das und weg. Ich fange jetzt hier. Ich spiele jetzt hier Glöckchen, fang dich. Wo ist das Glöckchen? Nein! Oh mein Gott, ich habe das Glöckchen verloren. Egal. Und müssen wir mal gucken, wie das hier rumgeht. Oh, nicht schlecht. Das gefällt mir. Und ich würde sagen, wir sammeln noch ein paar Ringe ein. Einfach nur für den Highscore. Und Ziel. Schön. Gefällt mir echt. Also dieses Sonic, das wird mir unheimlich viel Spaß machen, Freunde. Yeah. Na dann. Wow. Okay. Was hier jetzt nicht alle ist, nicht schlecht. Okay, visiere einen einzelnen Angriff. Okay, visiere bei einem einzelnen Angriff 3 oder mehr Ziele an, habe ich geschafft. Sehr, sehr geil. Hier im 2-Player-Spiel stehen wieder weiße. Was? Spiel wieder ein neues Spiel zur Verfügung. Und hier ein weißes Wisp mit einem Gegenstand ist aufgetaucht. Okay. Ja, gut. Das ist natürlich nice. Ja, würde ich mal sagen, meine lieben, lieben Freunde. Ich schaue, wie man hier speichert. Moment. Was ist das? Auf dem Video Gamepad? Nee, da sieht man nur so Kapseln, okay. Und hier ist Omochao. Windy Valley, da bin ich ja gerade. Also hier habe ich nur die Karte. Aber wo speichere ich? Oder speichert der mir automatisch?
Speichert der mir automatisch? Na? Nein, ich will nicht zum Titelbildschirm. Ich will wissen, wie man speichert, Mann. So, ich will auch nicht zum Zirkus. Ich will wissen, wie man speichert. Omo, ciao. Was sagst du mir? Nein, ich will keinen Auftrag jetzt von dir. Oh Gott. Nein! Was? Ich wüsste jetzt wirklich gern, wie man speichert. Oder der hat gespeichert. Das kann natürlich sein. Ja, also hier, denke ich mal, sind wir jetzt fertig für diesen Part. Ich weiß jetzt nicht, wie man speichert. Ich hoffe einfach mal auf gut Dünken, dass der schon im Voraus gespeichert hat. Und ja, ich wünsche euch noch sehr viel Spaß bei diesem wunderschönen Projekt Sonic Lost World. Bis dann, euer Let's Play eGamer.